Ist das nicht eigentlich eine unglaubliche Ironie, die Wall Street, die ansonsten Kommunisten hasst wie nichts anderes, die Bernie Sanders, sollte er denn US-Präsident werden, für den Weltuntergang schlechthin hält. Diese Wall Street, die feiert jetzt Chinas Kommunisten, weil sie einen Privatkonzern retten und versuchen, in die Privatwirtschaft nochmal reinzuretten, was irgendwie geht. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Das war gestern der Grund für den Anstieg der US-Indizes, dass man sagt, ja, das ist doch super, wenn Chinas Machthaber, sprich also die Kommunisten, die Wirtschaft so stützen, dann haben wir Konjunkturhoffnung. Das war sozusagen die Headline in vielen Agenturberichten über das Geschehen an den Finanzmärkten. Konjunkturhoffnung, und das in einer Situation, wie ich gleich zeigen werde, wo etwa 2/3 der Wirtschaft Chinas stillstehen, wie man da Konjunkturhoffnung haben kann, das ist für mich ein irgendwie geartetes Rätsel. Jedenfalls feiert diese Wall Street jetzt gerade in dem Moment die Aktionen der Kommunisten in China, wo eben diese Kommunisten so schwer unter Druck sind. Das ist jetzt die erste wirklich große Krise der Kommunistischen Partei in China. Der Handelskrieg gegen die USA, das war kein Problem. Da hat man sich gesagt, ja, die Amerikaner, die wollen uns eben hier nach unten drücken. Da stehen wir alle zusammen. Aber diese Geschichte mit dem Coronavirus, die hat gezeigt, hat der chinesischen Bevölkerung gezeigt, dass, wenn es drauf ankommt, die Partei versagt. Man hat sehr lange die ganze Geschichte kaschiert. Xi Jinping selbst wusste schon Anfang Januar, dass da was Gefährliches am Brodeln ist. Man hat aber nicht reagiert. Als dann die Geschichte richtig ausbrach, da ist Xi Jinping komplett abgetaucht. Der große Führer, also der große Beschützer, wenn es drauf ankommt, dann duckt er sich unten weg. Das ist die Lehre, die Chinas Bevölkerung jetzt erstmals hat erfahren können. Und in dem Moment, wo eigentlich die Angst des Westens, dass China als autoritäres Regime erfolgreicher ist als wir im Westen mit einer vermeintlich freiheitlichen Struktur, das ist doch die große Sorge des Westens gewesen, und die ist eigentlich unbegründet. Und in dem Moment, wo diese Sorge unbegründet ist, machen wir immer weiter mit einer, naja, sagen wir mal, Zerstörung des Kapitalismus. Ich hatte es gestern ja gesagt, wir fördern durch den Nullzins im Grunde eine Zombifizierung der Wirtschaft. Es werden Unternehmen durchgeschleppt, die ineffektiv sind, dadurch weniger Innovation, dadurch gehen Ressourcen wie Menschen und Geld eben in ineffiziente Sektoren statt in effiziente Sektoren. Das wird uns dann früher oder später als Rechnung präsentiert werden. Das ist genau das Problem. Aber schauen wir uns mal an, was es da mit China auf sich hat, kurz. Wir haben Daten, die zeigen, das wollte ich nicht zeigen, sondern das wollte ich zeigen, hier etwa Passagiervolumen. Wir sehen, dass wir da praktisch nach wie vor den kompletten Kollaps haben in Sachen Eisenbahnverkehr, Flugverkehr, Straßenverkehr. Wir haben jetzt Meldungen von der Global Times, dass etwa die Smartphone-Verkäufe absolut rückläufig sind. 60 Millionen Smartphones derzeit unverkauft. Gestern erstmals auch deutsche Konzerne, die sich geäußert haben, wie Adidas oder Adva Optical. Adva Optical sagt, wir haben schon Lieferprobleme für unsere Waren. Adidas sagt, unser Geschäft in China um 85% zurückgegangen. Und schauen wir uns mal an mit diesem Coronavirus, an dem heute erstmals auch 2 Japaner gestorben sind, die auf diesem Kreuzfahrtschiff waren, Diamond Princess. Das Coronavirus hat eine extrem hohe Mortalitätsrate, wenn wir uns das mal anschauen. Hier sehen wir Corona, hier sehen wir SARS, hier sehen wir die Schweinepest sozusagen, oder die Schweineflu, die Schweinegrippe, so muss es heißen. Und normalerweise zeigt sich, dass man etwa nach 80, 85, 90 Tagen dann einen Peak erreicht hat, und das wäre ja noch einige Zeit. Schauen wir uns hier nochmal übrigens auch Transportvolumen an. Hier sehen wir das praktisch noch gegen Null tendierend. Man kann viele Parameter hier nennen, Kohleverbrauch, Luftverschmutzung etc. All diese Daten liegen vor, und sie zeigen, dass in China nach wie vor so gut wie nichts passiert. Das ist derzeit der Zustand der Dinge. Daher auch Chinas Notenbank, mithin also auch ein Organ der Kommunisten, hat heute, wie erwartet, die Zinsen für einjährige und fünfjährige Ausleihen gesenkt. Das war eigentlich schon angekündigt, mehr oder weniger, hat jetzt keinen mehr vom Hocker gerissen, aber die Wall Street war ja begeistert über diese Zinssenkungen. Und schauen wir uns mal an, was derzeit so am Markt los ist. Wir haben jetzt übrigens trotz der neuen Allzeithochs etwa beim Nasdaq, die Hälfte aller Nasdaq-Aktien sind in einem Bärenmarkt, das heißt, sie sind mindestens 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
Und denn normalerweise ist das jetzt nicht so das Superzeichen, wenn wir also neue Allzeithochs an den Märkten haben und gleichzeitig im Prinzip die Hälfte der Aktien, die in einem solchen Index sind, im Bärenmarkt sind. Eigentlich ist ja alles gestiegen, die Aktien gestiegen, Gold ist gestiegen, der Dollar ist gestiegen, dazu gleich mehr, die Bonds sind gestiegen und normalerweise ist, wenn S&P Gold und Dollar über 2% steigen, und die 10-jährige Anleiherendite fällt, dann ist das normal ein sicheres Zeichen. So war es in der Vergangenheit, dass da möglicherweise Ungemach auf die Märkte zukommt. Wir haben jetzt auch die Situation, dass die großen Fondsmanager so wenig Cash halten wie derzeit, wie seit 6,5 Jahren nicht mehr. Wir sehen diese absolute Euphorie an der Wall Street, die sich vor allem im Optionshandel äußert. Ich hatte das gestern schon angesprochen. Hier sehen wir die Volumina für Optionen. Die sind so massiv gestiegen. Wir haben da absolute neue Rekorde, gerade für so Aktien wie Tesla. Da wird mit Optionen gehandelt und diese Optionen sind Calls überwiegend. Da ist also nicht Absicherung im Spiel, sondern man versucht eben sozusagen diese Wette mitzugehen, versucht hier zu spekulieren. Und das Interessante ist, dass wir derzeit eigentlich widersprechende, naja, Marktsituationen haben. Wir haben Schwäche des Yen, gestern Dollar. Yen so stark gestiegen wie seit August nicht mehr. Normalerweise ja der Yen ein sicherer Hafen, ein Kriseninstrument, ähnlich wie Gold. Wer hat jetzt recht? Hat Gold recht, das ja gestiegen ist, oder hat der Yen recht, der gefallen ist, mithin also da eigentlich normalerweise Risikoappetit anzeigt? Wenn der Yen schwächer wird, dann ist das normal ein Zeichen für Risk on, und Gold aber ist gestiegen, eigentlich ein Zeichen für Risk off. Historisch gesehen hat meistens, wie Tom McLaren hier zeigte, der Yen recht gehabt. Wir sehen hier, dass zum Beispiel auch Gold zum Dollar sich fast parallel entwickelt, normal ja eher gegensätzlich. Gold steigt und der Dollar steigt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, was derzeit passiert. Wir sehen, dass Gold, by the way, jetzt in einem langen Abwärtstrendkanal ist. Hier sehen wir diesen Abwärtstrendkanal, der im Grunde seit der Finanzkrise 2009, 2010 andauert. Und würden wir darüber hinauskommen, dann könnte da ein mehrjähriger Anstieg sein, wie wir ihn hier schon mal gesehen haben, kurz nach Platzen der Dotcom-Bubble. Da ging es ja für Gold massiv nach oben aus einem solchen Abwärtstrendkanalen, der Ausbruch nach oben und Bums ging es nach oben. Schauen wir uns mal The Charts an. Was ist da zu erwarten, was wir hier sehen? Das ist der Nasdaq 100, der gestern neues Hoch gemacht hat, dann zurückgekommen ist im asiatischen Handel. Nikkei zwar positiv, weil der Yen so schwach ist, Chinas Märkte etwas uneinheitlich. Hier sehen wir, dass wir uns jetzt von diesen leichten Abgaben heute Nacht erholen auf Future-Basis. Wir sehen den S&P 500 3387. Was wird der DAX aus der Geschichte zaubern? Da sehen wir jetzt ein grünes Kerzchen. Da sind ein paar Punkte dazugekommen, 13.775. Wir sehen den Euro nach wie vor unter 1,08. Wir sehen Gold nach wie vor robust, 1.608. Und Crude Oil kann sich halten im Bereich $53,85. Also, es ist eine seltene Allianz. Jetzt findet die Wall Street plötzlich gut, wenn die Kommunisten mit staatlichen Eingriffen Privatwirtschaft retten. Das ist natürlich spektakulär. Schauen wir mal, was heute passiert. Heute relativ wenige Daten auf der Agenda, Philly Fed Index. Ansonsten abwarten, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen Donnerstag und sag Servus und Ciao.